Der Unterschied zwischen normalem Modus und Selfie-Stick. Die zwei da oben. Ich liebe ja mein DJI Osmo Pocket und habe dazu auch schon einiges, wenn nicht zu sagen, sehr viel Zubehör gekauft. Eines, da gehe ich jetzt im Video drauf ein. Ich würde erstmal sagen, herzlich willkommen hier auf dem Bewegtbild-Account vom Poughkeepsie Network. Heute geht es um den Osmo Pocket Extension Rod. Das Ganze ist mein erster Selfie-Stick, den ich mir im Leben überhaupt gekauft habe. Und den habe ich mir gekauft, wie gesagt, für die Osmo Pocket, für die wahrscheinlich geilste kompakte Kamera-Gimbal, das es überhaupt gibt. Seit ich es habe, seit dem ersten Tag, ich habe ja gleich mit den ersten Stunden das Ganze vorbestellt, habe ich schon sehr viele zusätzliche Gadgets dazu gekauft und die ausgetestet. Ich habe schon viele Videos damit gemacht, Aufzeichnungen. Man sieht auch, das Ganze wurde benutzt. Es ist wirklich ein ganz cooles kleines Gadget, das jetzt eben um den Extension Rod erweitert wird. Und das ist wahrscheinlich, gut, nee, DJI hat ganz viele Zubehörprodukte, die schampar teuer sind. Also wenn man eigentlich nur diesen kleinen Dock möchte, wo man das Kabel nach hinten raus hat, aber vor allem Bluetooth- und WLAN-Verbindung hat, was ich hoffe in der Version 2.0 direkt im Gimbal drin kommt. Wenn man das kauft und das Set nimmt mit dem Bedienungselement und dem dritten Teil, das kostet einfach unglaublich Geld. So auch hier, ich glaube 60, 70, 80 Währungseinheiten habe ich bezahlt. Aber es ist der Wert, wenn ihr nämlich Bilder macht oder Videos macht, vor allem Vlogs macht und euch dann die Kamera auf euch richtet, ist das Bild nicht allzu weit, also ihr habt nicht allzu viel drauf und ich mache sehr gerne Videos mit meinen Töchtern und wenn da zwei, drei drauf sind, wird es dann schon mal eng und da macht es Sinn, wenn man dann eben ein quasi Selfie-Stick hat und das Ganze erweitern kann. Der Selfie-Stick selber ist sehr einfach verbaut. Der Griff hier ist leicht gummiert und wie ihr es hier sehen könnt, zieht er auch gerne Staub an oder generell Schmutz, je nachdem, was halt so in der Luft ist. Unten habt ihr ein Viertel Gewindezoll, um das Ganze auf einen Dock zu schrauben, auf ein was auch immer ihr da gerade habt. Oder ihr könnt da natürlich zusätzliche Gadgets dran machen, wie Mikrofonlösungen etc. Hier habt ihr zum Aufklappen die Smartphone-Halterung. Das Ganze ist einfach konzipiert und funktioniert auch so. Voilà, montiert und hält. Und dann schlussendlich vorne dran, logischerweise hier mit dem typischen Verschluss einmal aufklappen und dann kann man es hochmachen. Und so lässt sich dann auch das Gimbal montieren. Und hier drin könnt ihr es wahrscheinlich sehen, genau, das ist der Connector, der dann hier rankommt. Sprich, der Adapter muss man wegnehmen und das Ganze dann einstecken. Und dann kommt man bis zu einem halben Meter von seinem Körper weg, indem man natürlich dann den Stick ausfährt. Jetzt gehe ich mal ein bisschen zurück, sieht man das hier? Genau. Und hat dann logischerweise ein bisschen mehr Distanz zu sich. Und damit lassen sich wirklich coole Videos machen und ich würde sagen, damit gehe ich jetzt mit meiner Tochter in den Wald oder bei uns, ja, hinten aufs Feld, in den Wald und mache ein paar Aufnahmen, weil hier kann man ganz schöne Drohnenaufnahmen damit initiieren oder besser gesagt imitieren und auch sonst noch eben Weitwinkelmöglichkeiten und alles Mögliche ist hier mit dabei. Ich gehe mal raus. Die Montage ist sehr einfach gehalten. Clip öffnen hier, dann das Gimbal rausnehmen, das kleine Smartphone-Adapterchen-Teilchen rausschieben, hier ineinander schieben, funktioniert auch einfach, wenn man dann richtig zielt, einstecken, den Mechanismus wieder zuklappen, damit das Ganze fix hält, dann die Smartphone-Halterung aufklappen und schon liegen die ganzen Bedienelemente frei. Und dann braucht man natürlich das Smartphone, was man zuerst mal aus der Hülle nehmen sollte, damit es dann auch besser in das Case reinpasst oder in die Halterung. Hier einfach mit der Sprungfeder. So, sitzt alles perfekt. Links und rechts, dann sucht man am besten die App und weiß noch besser, wo sie sich auch befindet, genau hier. Und verbinde das Ganze. Dafür müsst ihr natürlich das Gimbal mal einschalten. Hinten dran seht ihr gerade,
wie das sich schön bewegt. Und dann lässt sich auch das Stativ ausfahren oder die Verlängerung und schon mal einen ersten Blick auf das ganze Gadget werfen. Damit kann man ganz nah rangehen, wenn man dann will. Damit das Gimbal auch mit dem Smartphone spricht, braucht ihr noch, zumindest bei der ersten Version, die Wi-Fi-Erweiterung, das Dongle, was man unten dran steckt, geht einfach und schnell. Schon ist es dran und dann ist man auch schon bereit. Rucksack natürlich noch kurz versorgen. Hier sieht man dann auch, wie die beiden verbunden sind. Voilà, und es klappt. Ich kann die Kamera, respektive das Gimbal, drehen, sodass wir uns zu Gesicht bekommen. Hallo! So, und jetzt schauen wir, wie der Unterschied ist von so Filmen zu so viel Verlängerung und Filmen. Ist gut? Mhm. Also, du hast schon da den Aufnahmeknopf drücken. Genau, jetzt filmen wir mal mit Abstand. Also, jetzt sehen wir uns nicht mehr da, sondern da unten. Aufschauen. Und so. Der Unterschied zwischen normalem Modus und Selfie-Stick. Jetzt weiter oben. So. Und das Coole ist. Ah, oh, da. So. Das Gimbal geht mit. Dankeschön, Janaya.